Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Fürs heutige Video habe ich mir etwas sehr Besonderes überlegt. Und zwar werde ich alle meine viralsten Make-up-Looks vom Jahr 2021 in einem kombinieren. Und zwar waren das alle Make-up-Looks, die ich geschminkt habe, die auf TikTok die meisten Aufrufe bekommen haben. Ich glaube, eins von denen hatte sogar über 20 Millionen Aufrufe, was sehr verrückt ist. Also ich werde diese Looks dann gleich so ein bisschen nachschminken und auch ein bisschen was drüber erzählen. Also wie diese Videos entstanden sind, was so die Idee dahinter war, was mich zu den Looks inspiriert hat und natürlich auch, warum ich denke, dass die so gut gegangen sind bzw. viral gegangen sind. Also werden da auf jeden Fall auch so ein paar kleine Tipps von mir dabei sein, so wie man virale TikTok-Videos erstellt. Falls ihr mir auf TikTok folgt, könnte ich vielleicht eh an das ein oder andere Video davon erinnern und ich würde sagen, wir starten gleich mal. So, das erste Video, das bei mir ziemlich viral gegangen ist, ich glaube, das ist das Video mit den meisten Likes, die ich jemals hatte, ist ein Trend, den wir eben gleich auch nochmal schminken werden. Und zwar, wo man das Gesicht so aufteilt mit einer schwarzen Linie und dann verschiedene Make-up-Looks sich so aufmalt. Ich glaube, ich habe den Trend damals einfach auf meiner For You-Page gefunden. Also das haben auch schon andere Leute gemacht, genau mit demselben Sound. Und ja, wenn ich halt einen neuen Make-up-Trend sehe, dann mache ich den meistens auch mit. Und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, hat auch relativ lang gedauert. Ich glaube, so 3-4 Stunden, glaube ich, bin ich dran gesessen. Und es waren halt alles so diese viralsten Make-up-Trends in einem Look eben vereint. Ich war auch relativ stolz auf das Video. Also ich finde, es ist ziemlich cool geworden. Ich habe das dann einfach gepostet. Und es lief dann von Anfang an ziemlich gut. Aber irgendwie ist es bei TikTok oft so, dass es halt, ja, so normal oder gut läuft. Und dann halt von einem Tag auf den anderen auf einmal durch die Decke geht. Und ich glaube, so war es bei diesem Video auch. Ich werde mir jetzt auch beginnen, diese schwarzen Linien ins Gesicht zu malen. Dadurch, dass die Videos oft erst später viral gehen, kriegt man das manchmal gar nicht so richtig mit. Also ich merke das dann erst manchmal, wenn ein Video dann plötzlich wieder viel geliked und kommentiert wird. Dann klicke ich auf das Video und dann sehe ich auf einmal, was? So viele Likes? Und bei dem Video war ich voll geschockt, weil ich habe halt drauf geklickt und auf einmal sehe ich 4 Millionen Likes. Ich bin sehr froh, dass ich den Trend mitgemacht habe. Und das ist auch schon mein erster Tipp für euch. Und zwar macht auf jeden Fall Trends auf TikTok mit. Besonders Trends, die vielleicht gerade sehr aktuell sind und gerade sehr neu sind. Gut, damit haben wir jetzt einmal die Aufteilung. Und pro Abteil kommt jetzt eben eins von meinen viralen Make-up-Looks. Und wir starten hier unten mit Voldemort. An den Look können sich bestimmt noch viele erinnern. Das ist ja nicht so lange her. Das war ein richtig aufwendiger Look. Besonders ein Sound, den ich verwendet habe, ist ziemlich viral gegangen. Und zwar ist es der, den ihr gerade seht. Das ist jetzt Voldemort. Das Video hat ganze 7,2 Millionen Aufrufe erreicht. Ist, finde ich, auch ein ziemlich witziges Video geworden und ich finde eben auch den Look ziemlich cool. Ich glaube auch, deswegen ist es ganz gut gelaufen. Einfach so witzige Sounds, catchy Sounds. Ich finde, den hört man jetzt auch nicht so oft. Ich glaube, da bleiben die Leute gern dran. Also ich zumindest. Also wenn ich irgendwas sehe, was ich zum Beispiel jetzt noch nie auf TikTok gesehen habe oder halt ganz selten, dann bleibe ich da auch irgendwie voll hängen. Weil ich mir dann halt denke, oh, was ist denn das? Und wenn es dann halt auch zum Beispiel jetzt noch ein lustiger Make-up-Look ist. Ich meine, so Voldemort ist schon irgendwie so, oh Gott. Ich glaube einfach so, diese Kombination aus den beiden ist der Grund, warum das so gut gelaufen ist. Und ich glaube, es gibt einfach sehr viele Harry Potter Fans da draußen, inklusive mir. Weiter geht's mit einem sehr interessanten Video. Ich glaube, eins der komischsten Videos, die ich hier gepostet habe. Das ist halt auch so typisch TikTok. Da postet man einmal einen richtigen Blödsinn und direkt geht's viral. Und zwar mein absoluter Hasslook. Ich finde den schrecklichsten Look, den ich je gemacht habe. Ich hasse diesen Look. Ich finde, er hat in meinem Kopf so richtig cool ausgesehen und dann habe ich ihn gemacht und es war einfach. Jedenfalls geht es um Peppa Pig. Den habe ich während meiner Alphabet Make-up Challenge geschminkt, weil ihr für P Peppa Pig wollte. Und dann habe ich so einen richtig creepy Peppa Pig Sound gefunden. Und dann dachte ich mir, das wäre doch cool, wenn ich den verwenden würde. Und ich dachte mir, der Look ist eh schon so eine Katastrophe, dann kann ich noch so einen Katastrophen-Sound verwenden. Das heißt, hier in dieses Casting kommt jetzt eben Peppa Pig. Ich werde das aber ein bisschen anders machen, ein bisschen schöner diesmal. Und so werde ich einfach den ganzen Peppa Pig oder wie man in Deutsch, glaube ich, sagt, Peppa Woods mir reinmalen, weil ich dachte mir, irgendwie anders geht das nicht so richtig. Und ich glaube, warum das Video so gut gegangen ist, habe ich ihr jetzt eh schon erklärt. Alles, was so richtig crazy ist, wird halt oft irgendwie geteilt, wird halt oft zu Ende angeschaut oder mehrmals sogar angeschaut. Okay, ich sag's euch, nie wieder Peppa Woods. Als nächstes kommt zum Glück ein Look, den ich extrem liebe. Und zwar Monster, Monster High, Monster High, Monster, Monster High. Ich liebe den Monster High TikTok-Trend. Ich habe dazu schon mehrere Videos gemacht. Ich glaube 3 oder 4 sogar. Und eins davon ist besonders gut angekommen. Und zwar habe ich da die rosane
geschminkt. Ich habe ja Monster High noch nie geguckt, deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ich glaube, sie heißt Laura, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und dazu habe ich natürlich den berühmten Monster High Sound verwendet. Wie schon vorhin gesagt, bei Make-up-Trends bin ich immer sofort dabei und habe dafür natürlich auch sehr viel Mühe gegeben bei dem Make-up, bei dem Kostüm, ein paar Sachen selber gebastelt, meine Perücke extra angesprüht, die ich noch immer nicht gewaschen habe. Und jetzt werde ich diesen Teil hier genauso schminken wie bei dem viralen Make-up-Look. Das Video hat 12,9, also fast 13 Millionen Aufrufe und wow, 2,2 Millionen Likes. Mir persönlich machen solche Videos, wo es halt schon so einen coolen viralen Sound dazu gibt und man dazu so sein Make-up aufstrahlen kann und so lip-sinken kann, immer besonders viel Spaß. Und das ist auch ein richtig wichtiger Tipp für euch, und zwar macht etwas, was euch Spaß macht. Ich schwöre euch, wenn ihr etwas mit Freude macht, erstens macht ihr das dann besser, könnt ihr das leichter durchziehen und die Leute merken es, wenn ihr etwas sehr gerne macht. Dann ist das Ganze einfach viel authentischer, man ist kreativer, man ist mehr bei der Sache. Und jetzt vom einen Trend in den anderen, den kennt ihr bestimmt auch alle. Wisst ihr was, wir testen das gleich mal. Ich sage nichts dazu. Ich mache einfach nur die Handbewegung und ihr müsst erraten, was das ist, okay? Wisst ihr es? Okay, vielleicht hat es gerade gar keinen Sinn ergeben. Aber es ist der Gift is to Kevin Trend, also dieses Gift is to Kevin, Gift is to Kevin, Gift is to Kevin. Und da filmt man halt jedes Mal, wenn man so den Pinsel weitergibt, einen neuen Make-up-Look. Das heißt, man muss die ganze Zeit mitfilmen. Und ich sag's euch, ich habe es manchmal vergessen und ich habe mich schon so abgeschminkt und dann war ich so scheiße. Und tatsächlich habe ich, weil es ja wirklich viele Looks in diesem Video sind, 10 Monate gebraucht, bis das endlich fertig war. Es hat sich aber wirklich gelohnt. Ich habe 9,2 Millionen Aufrufe und 1,9 Millionen Likes. Und ich würde sagen, so der most iconic Look und den, auf den ich auch am stolzesten bin, ist der Minion. Deswegen werde ich jetzt hier den Minion hermalen. Das wird relativ schwer, weil ich hatte damals für den Minion so ein Teil, das ich mir hier hergesteckt habe, das ich selber gebastelt habe. Deswegen werde ich versuchen, das jetzt hier so aufzumalen über mein Auge. Wird vielleicht ein bisschen komisch ausschauen, aber... Und dann kommen wir auch gleich mal wieder zum nächsten Tipp und ich glaube, der wird nicht so vielen gefallen, weil das ist Arbeit reinstecken. Ich merke das schon oft bei mir so, wenn ich mich bei einem Video sehr bemühe, wenn ich mich beim Look sehr bemühe und der dann am Ende auch richtig gut wird, einfach weil ich mir so viel Mühe gegeben habe und so viel Zeit reingesteckt habe, dann gehen die oft auch wirklich gut. Klar gibt es manchmal Momente, wo ich irgendwie so eine 1-Minuten-Make-up-Challenge filme, wo ich eine Minute brauche und das dann besser geht als jetzt ein Look, wo ich 6 Stunden lang gearbeitet habe. Ist auch schon passiert, ist manchmal ein bisschen frustrierend, aber so ist halt TikTok. Das heißt, kein Faulsack sein, hinsetzen, arbeiten, filmen, durchziehen. Ich habe mein Bestes gegeben, sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Besonders bin ich drauf gekommen, ich kann mein eines Auge nicht richtig zumachen. Also ich spanne dann hier immer so komisch an und deswegen... Egal. Es fehlt jetzt nur noch ein Look und zwar ist das das Video mit den meisten Aufrufen. Um genau zu sein, 21,1 Millionen und das ist ein Video, das ich zusammen mit der Paula, also einer anderen Paula, und Caro gefilmt habe. Also Caro und ich haben die Paula geschminkt. Wir haben uns dafür entschieden, sie als Avatar Herr der 4 Elemente zu schminken und wir haben am selben Tag noch zusammen so Sounds rausgesucht und ich glaube, ich habe damals einfach so in TikTok eingegeben, virale Make-up-Sounds oder Make-up-Transition oder irgendwas in der Art und bin dann einfach auf diesen Sound gestoßen und dachte mir, es wäre irgendwie lustig, wegen diesem irgendwie, wenn wir das so in der Lidschattenpalette machen würden. Das haben wir gemacht, ich habe das dann gepostet, habe mir jetzt ehrlich gesagt bei dem Video gar nicht so viel dabei gedacht. Und ja, 20 Millionen Aufrufe. Bei dem Look habe ich mehrere Videos gleich gefilmt, also das mache ich eigentlich fast immer. Da habe ich ein Sprechvideo gefilmt, einen Avatar-Sound verwendet, dann diesen Sound, also eine Transition. Und es ging alle relativ gut. Und das Video ging halt durch die Decke. Also kann ich euch echt auch empfehlen, macht gleich mehrere Videos gleichzeitig. Man muss zum Beispiel auch nicht immer gleich alles posten. Bei mir ist es oft so, dass ich vielleicht mal zu einem Look 5 Videos mache und dann nur 3 poste, weil ich die anderen 2 vielleicht dann gar nicht so gut finde. Aber übertreibt es auch nicht. Also ich sehe das manchmal, dass Leute zu einem Make-up-Look, zu einem Outfit oder was auch immer gleich so 20 Videos machen und die dann innerhalb von 2 Tagen alle posten. Also nutzt es auf jeden Fall aus, wenn ihr gerade Content macht und macht das Beste draus. Aber übertreibt es auch nicht. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Es gibt noch ein Video, das ziemlich viral gegangen ist, wo ich das gar nicht erwartet hätte. Und zwar ist es das Video, vielleicht kann sich jemand erinnern. Da war ich am Vortag bei einer Hochzeit und habe ein grünes Kleid angezogen. Und am nächsten Tag habe ich dann die Kommentare gelesen und die waren richtig schrecklich. Also die waren wirklich... sehr, sehr gemein, einfach, dass ich so hässlich ausgesehen habe und wie ich es wage, so auf eine Hochzeit zu gehen, bla bla bla. Jedenfalls fand ich das dann sehr schade, weil ich eigentlich dachte, dass ich sehr hübsch ausgesehen habe. Und das war so das erste Video, wo ich zum ersten Mal so richtig
meine Emotionen gezeigt habe. Das hat mittlerweile auch schon über 10 Millionen Aufrufe, unendlich viele liebe Kommentare und ich würde sagen, ich ziehe jetzt noch zum Abschluss das Kleid an. Das Kleid ist von meiner Mama. Ich finde, das ist ein wunderschönes grünes Seidenkleid. Mir gefällt das persönlich sehr gut. Also ich weiß nicht genau, wo der ganze Hass herkam, aber ich meine, es hat ja jeder einen anderen Geschmack. Was ich aber in dem Video auch gesagt habe, man muss das nicht immer sagen. Also kann ich euch als Abschluss noch so ein bisschen mitgeben, dass es auch manchmal sehr schön ist, seine echten Emotionen zu zeigen. Man muss nicht immer stark sein, man muss nicht immer glücklich sein. Manchmal kommt es auch sehr gut anscheinend bei den Leuten an, wenn man einfach mal man selbst ist. Und das war mein Jahr 2021. Das war das tollste, erfolgreichste, schönste Jahr meines Lebens. Ich habe natürlich auch die coolsten Looks in diesem Jahr geschminkt. Ich habe mich wirklich sehr verbessert, finde ich. Und ich hoffe, ich verbessere mich dieses Jahr vielleicht noch mehr. Falls ihr mich in diesem Jahr auch weiter unterstützen wollt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr mich eventuell abonnieren wollt, einfach da unten klicken. Dann wünsche ich noch eine wunderschöne restliche Woche. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim neuen Video. Und bis dahin, bis bald!